Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Beast Inside. Und ja, wir hören schon im Hintergrund unsere lieben Freunde, die hier draußen noch rumgammeln gerade. Wir sind nämlich in der Mine noch unterwegs und müssen ein Labyrinth, eine Art von Labyrinth, irgendwie überleben. Denn wir bekommen Hinweise auf die Minen, in die wir reingehen müssen, die nummerierten Minen. Und schalten damit grüne Lichter frei und können dadurch eben den Weg, ja, überbrücken. Das Ding ist nur leider, dass uns hier gerade zwei Geister verfolgen, die uns tatsächlich nicht so gerne mögen. Und ja, wir haben aber schon eine Beagle-Seite beim letzten Mal gefunden, die eventuell bedeuten könnte, dass wir in Mine 12 müssen. Aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Könnte aber sein. Ich weiß ja nur nicht, wo Mine 12 ist. Halt die Klappe. Du siehst mich nicht. Wenn der jetzt umdreht, ne? Ich schwöre, ich klatsche ihn weg. Nein. Ja, 12 könnte es tatsächlich sein. Das passt sehr gut in die Nummerierung. Gerade rein. Wenn er mich jetzt hier sieht, ich weine einfach. Ich schweine, genau. Oh nein. Bitte sieh mich nicht. Bitte. Wenn er mich sieht, ich bin tot. Ich bin einfach instant tot. Jetzt muss ich da nicht reinkommen. Jetzt geh doch da hoch, Mann. Hier müsste ich erstmal sicher sein, hoffentlich. Hier war immer das gleiche. Also die Minen sind ziemlich gleich aufgebaut, alle. Aber das wäre ja richtig schlau. Hoffentlich hören die das. Ja, die sind ziemlich gleich aufgebaut, aber es ist immer das gleiche Zeug nochmal drin. Das ist ganz nett. Hilfe. Ich hätte echt gerne Karten irgendwie gesehen, wo Mine 12 sein soll. Leider sehe ich keine Karten. Die Gänge sind einfach alle leer. Ich habe nur kurz die 14 gesehen, das heißt 12 könnte tatsächlich passen, aber... Nun ja. Wenn der jetzt mir entgegenkommt, dann ist richtig, richtig verkackt einfach. Schon wieder hier. Hier will ich nicht sein. Nee. Warum ist denn ein Fenster, Alter? Wieso verstecken in der Wand? Ist einfach ein Fenster. Dude, ich habe gerade ein bisschen mehr Probleme als Maps zu finden. Hier sind zwei Mördergeister hinter mir her. Ich finde das tatsächlich doch ein bisschen problematischer als eine Map. Bitte lass den einfach nicht hier langlaufen. Okay, ja, scheiß drauf. Das ist 11. Nee, ich war. 8. Komm ich auf 13.
Wo ist die 12? Wo ist die 12? Wo ist die 12? Gibt es eine 12? Es gibt keine 12. Wir. Nein. 13. Okay, hier lang ist egal. Vielleicht habe ich ja Glück. Das sieht nicht gut aus. Ne, das. Ah, das war richtig. Das war richtig. Interesting. Vielleicht gehe ich mal hier lang. Das hat nichts gebracht. Es fehlt noch eine einzige Karte. Deswegen hat ja eigentlich auch keine schlechten Auswirkungen, wenn ich einfach durch alle gehe, ne? Deswegen. Leute. Gehe ich mal durch alle. Durch die ich finde. Gehen wir hier lang. Yay, finde einen Weg, die Mine zu verlassen. Beautiful. Ich hoffe, die Geister lassen mich in Ruhe. Die Musik ist aber gerade sehr cool, muss ich sagen. Oh. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich ein bisschen Minenkart fahren dürfen. Oh ja. Mhm. Interessant. Ah, wir müssen das Minenkart hier wahrscheinlich durchjagen. Einmal durch das Holz. Wo auch immer das sein soll. Na, sonst, solange mich keine Gegner gerade verfolgen, ist alles easy. Rätsel habe ich kein Ding mit. Oh, jetzt eine Leiche, hallo. Naja. Oh, die wurde erschossen. Mit einem Pfeil. Pfeil in der Halswirbelsäule. Es sieht nach einer erbarmungslosen Hinrichtung aus. Der Pfeil hat die Halswirbelsäule durchbohrt. Mein Licht wird wieder an. Was haben wir hier? Steht darauf? Madeleine Landwick? Armband mit Gravur. Sie war keines der Opfer des Unfalls. Jemand muss sie später umgebracht und ihren Leichnam hier versteckt haben. Landwick. Oder so. Landwicks? Landwicks, glaube ich. Landwick. Madeleine, auf jeden Fall. Achso. Landwicks war es. Okay. Warum ist das? Das Licht war aber gerade noch an. Das war aber gerade noch an. Also das habe ich doch gerade wieder angemacht, oder nicht? Gruselig. Solange mich die Geister in Ruhe lassen, ist alles okay. Also generell, solange mich jeder Gegner in Ruhe lässt. Ich will das jetzt nicht auf die Geister beschränken. Hier ist aber nichts, oder wie sieht das aus? Nee, hier ist aber gar nichts. Soll hier nicht irgendwo so ein Card stehen? So ein schönes Minecart? Ah, hier muss ich wahrscheinlich hin. Okay. Ah, there you are. Na? Liegt hier noch irgendwas drin, ne? Guck mal, hier liegt noch ein bisschen Zeug. Wundervoll. Dann, du bist nicht ganz richtig. Nein, du musst noch ein bisschen weiter nach vorne. Kann uns nur ziehen, ernsthaft? Okay. Dann ziehen wir jetzt eben. So. Dann drehen wir das Ganze hier. Wieso kann ich die nicht schieben? Das ist echt ein bisschen nervig. Oh, ist das anstrengend. Komm her. Ich muss aber, glaube ich, die Schiene nochmal kurz wieder ändern. So, damit das Ding nämlich auch rüberkommt. Weil es muss ja auch Anschwung haben.
So. Dann einmal. Ah, das steht wahrscheinlich gerade genau. Ja, das ist. Okay, Moment. Noch ein bisschen nach hinten. So, jetzt ist es sicher. Achso. Okay. Von wegen Anschwung. Hier ist blockiert. Gut. Jetzt kann ich schieben, oder was? Damit. Na dann, machen wir mal bitte den Weg frei. Boah, Alter, das ist echt. Die Steuerung ist ganz schön. Das war ja sehr leise. Da hat bestimmt mich niemand gehört. Hilfe. Oh, Rutschbad hier? Oh ne, ah ne, ach so. Ach ja. Na, das sieht ja gut aus. Aua. Okay, da kriege ich jetzt eine Bahn. Ja, ist gut. Was ist denn das? Die Brücke bricht doch zu 100.000% ein. Also. Okay, never mal, die bricht nicht an. Hey, wer bist denn du? What the fuck? Kannst du mit deiner Hand da wieder nehmen? Oh mein Gott. Hi. Okay. Besiege Gilman. Was? Wie? If he so much as touches me, I'll freeze to death. Und wo muss ich hin? Ja. Junge. Könnten Sie chillen? Boah, Alter. Hi. Jo. Du mich auch. Ich krieg. Das ist unfair! Ich hab das scheiß Ding nicht erwischt. Och Mann. Ich hab den scheiß. Oh, ich wollte das Ding unterziehen, aber ich hab's nicht erwischt. Ich habe einfach dreimal dran vorbeigezogen. Das war fies. Ich hasse dich, Gilman. Ja, komm. Arschloch. Das war gemein. Oh Gottes Willen. Hallo. Hm, hi. Das war knapp. Ich mir, wenn es immer so schlimm, weil ich immer dann, ich sterbe gleich. Stattdessen kann ich halt Gilman besiegen, damit besiege ich ihn aber nicht. Ich bin nur kurzzeitig entkommen. Oh, Gottes Willen. Gar keinen Bock mehr auf den. Oh, ich humpel. Na, super. Na, fantastisch. Humpel ist immer sehr gut. Was hat er jetzt gegen mich? Ich hab doch nichts getan. Mein Vater war vielleicht scheiße, aber ich kann doch nichts dafür. Du Scheiße, wie sieht das denn schon wieder? Nein. Achso, der geht woanders hin. Nicht. Oder. Nee, nevermind, der kommt doch woanders hin. Ah, der ist zurückgegangen, oder was? Was? Frostwelle, geh hinter den Metallplatten in Deckung, um dich vor Eis zu schützen. Ach du. Boah, das ist unfair. Halt!
Okay. Ich warte kurz eine Welle ab. Goodbye. War schön mit dir. Bitte töte mich nicht. Aua. Oh nein. Ah, unser Vater mal wieder. Hallo Daddy. Na? Schön, dass du da bist. I told you to get out. Der gute Jacob. Oh, das sieht nicht gut aus. Alter, oh, an die Wand. Das sieht nicht gut aus. Aua. Rip. Rip Gilman. Dude, ich glaube, der ist tot. Ich glaube, du brauchst da nicht mehr drauf. Alter, was zum Teufel? Hui. Okay. Kaltblütiger Bastard. Errungenschaft freigeschaltet. Interesting. Very interesting. Okay. Schön. Kapitel 9. Meine Suche nach dem Eindringling hat sich in einem Albtraum verwandelt. Emma behauptet, dass ich 6 Stunden lang in den Wäldern umhergeirrt sei. Was noch viel schlimmer ist, jemand ist in mein Büro eingebrochen und hat die Telegramme gestohlen. Während ich den Dieb verfolgte, musste ich eine schreckliche Wahrheit ins Auge blicken. Wir werden seit langer Zeit beobachtet. Die Sowjets. Sie wissen über alles Bescheid. Kennen jedes kleinste Detail. Die ganze Sache wird immer verworrener. Ich glaube langsam, dass Nicholas nie den Verstand verloren hat. Auch er war nicht allein. Jemand folgt ihm auf Schritt und Tritt. Ja. Nicht nur jemand. Irgendwie alle. Also gut, Jacob folgt ihm eigentlich überall hin. Aber na, kommen noch ein paar mehr Leute zusammen, die ihn ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Oder es vielleicht auch beenden wollten. Gut. Warum? An den Brunnen erinnere ich mich, glaube ich. War das nicht der, wo der Galgenbaum war? Und warum sind wir an diese Leiche gefesselt? Lecker. Das wird ja jetzt richtig lecker. Sorry. Boah, ist das ekelhaft. Boah. Finde einen Weg aus dem Brunnen. Kapitel 9. Familientreffen. Okay, ich würde aber sagen, bevor wir das versuchen. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen wollen. Achso, wir wollen den einmal runterholen. Bevor wir das machen, würde ich erstmal einen Cut machen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Beast Inside. Und bis dahin, sag ich ciao.